Also nichts wie rauf. So. Weil die Trolle machen ja Gott sei Dank die Arbeit für uns. Müssen wir uns um nichts kümmern. Und nach ganz oben zu gehen ist eine gute Idee, ne? Ja, stimmt. Da kann ich auch besser darauf targeten. Ja, schaffe ich das da hochzuspringen? Mit voller Ausdauer vielleicht. Ja. Jo. So. Dann stehen wir hier oben. Hier mache ich mir mal ein Sicherheitsportal. Wer weiß, was passiert. Ach, Wächterstein. Wir sind zu dicht an der Base. Dann muss ich kurz nach hier hinten gehen. So. Verschiedenes. Portal. So. Und dann nehmen wir den Trollstab. Und schmeißen dann ein, zwei Trolle drauf. Ich hoffe, das trifft nicht irgendwie hier vorne oder so. Ich mache einfach. Treffer. Energieschild. Sieht nichts. Ach, da ist er. Dann mache ich mal auch noch mal einen oben drauf. So. Hat der jetzt in die Decke getroffen? Ich glaube ja. Alter, man sieht nichts bei dem Rauch. Holy shit. So, kann ich noch einen beschwören? Ja, ne? Wo trifft der jetzt? Hä? Ah, jetzt kann ich nicht mehr beschwören, weil schon zwei Trolle da sind, glaube ich. Hm. Das ist gut zu wissen. Ich sehe allerdings auch nicht, wie viel... Ich sehe die Trolle da nur kämpfen. Ich weiß nicht, wie viele Trolle wir noch über haben. Oh nein! Töte sie nicht im Wasser! Da kann ich den Loot noch nicht finden. Und wenn ich da einen platziere? Nee, es sind beide Trolle noch am Leben. Vor allem, dass er extra Schaden bei Eis kriegt, aber er kann schwimmen. Hm. Wahrscheinlich. Das ist ja voll unrealistisch. Weil brennende Trolle ja so realistisch sind. Na los, komm. Räum auf. Soll ich mal kurz gucken gehen? Ja, ich glaube, die machen das schon. Da ist noch einer, ne? Da, der versteckt sich. Ich gehe mal vorsichtig runter, weil stört mich ein bisschen, dass ich hier überhaupt nicht sehe, was da abgeht. Aber die Trolle scheinen aufzuräumen. Soll ich den da mal killen? Der ist ja scheinbar festgebackt. Oh Mann! Der versucht abzuhauen. Ist er tot? Nee, immer noch nicht. Aber ich glaube, der hat auch gerade wieder einen Heilzauber gemacht. Nee, sonst würde die grüne Zahl hochgehen, ne? Jetzt heilt er sich. Nee, doch nicht. Das ist ein Schadenszauber. Halt. Nein, so weit runter wollte ich nicht. Nicht, dass der Troll auf mich aufmerksam wird. Ich will jetzt allerdings auch da wenig mit reinmischen. Noch sind die Zwerge mir nämlich nicht feindlich gesinnt. Ja, toll, jetzt hält er sich wieder hoch. Ich gehe mal kurz gucken. Die sind mir aber nicht feindlich, ne? Die Zwerge? Ich hoffe mal nicht. Ich gehe hier mal rein. Und kann schon mal den Loot von denen ablernen. Oh Mann, ist das gemein. So, hier oben sind ja die ganzen Kisten, ne? Hä? Wo sind denn die ganzen Kisten? Na toll. Hier ist ja gar nichts. Hat sich hier überhaupt nicht gelohnt. So. Hast du die alle platt gemacht, ja? Die Sachen sind jetzt wahrscheinlich untergegangen, ne? Da liegt Holz. Da ist immer noch der. Ja, der räumt da hinten auf. Soll er machen? Und du? Bist immer noch freundlich. Ja, ich bring dich mal um. Sorry, Bro. So, die Dinger sollen mal explodieren, bitte.
Weil wenn die bei mir explodieren, machen die exorbitanten Schaden. Na los, explodiere. Diese Kugeln verfolgen mich nämlich. Ah! Na also, explodiert. Und in der Zeit kann er sich nämlich schön wieder hochheilen. Das ist das Gemeine. Deswegen muss ich halt nicht warten, bis er seinen Heilzauber gemacht hat, ne? Ja, oder ich baller jetzt. Na los, los, los! Bevor er seinen Heilzauber macht. Treffer. Noch einer und komm schon. Na also. Und dann hole ich mir dein Loot. Den Rest lasse ich da, ne? Also, ich wollte ja eigentlich nur Weichgewebe haben. Da ist eins. Wow, das hat sich doch gelohnt. Ein Weichgewebe. Nein. Oh, Gott sei Dank, die sind nicht nass geworden. Hm, ja, dann gehen wir mal weiter. Also, ich glaube, diese Camps von den Zwergen lohnen sich überhaupt nicht. Habe ich das Gefühl. Also, da sind auch gar keine Kisten gewesen. Das sollte ich mal vielleicht vorher gucken. Hm, naja, gut. Dann gehen wir hier hoch. Wie ist es mit Loot? Passt. Also wir haben noch mehr als genug Platz. Also holen wir unser Portal wieder. Das sortiere ich mal nach hier oben, damit ich weiß, dass das Sachen sind, die wir brauchen. Da kommt ein Kollege. Gut. Dann mache ich dich mal eben platt. Und tschüss. Und nichts wie weg hier. Hier wieder runter, ne? Und weiter geguckt. Da sieht es auch aus, als ob da eine Menge flaches Gebiet wäre. Ein Soldat. Ich weiß nicht, wo der geschrien hat. Aber ich glaube, die Drohgebärde galt uns. Nee, ist nix. Na komm schon. Einen kleinen Schädel will ich nur haben. Ein Schädelchen. Nix. Hm. Hier ist wieder Wasser, ne? Ja, da ist das Wasser. Dann gehe ich mal hier so lang. Schwade, bitte mach deinen Job. Ich habe dich nicht eingestellt, damit du rumfliegen kannst, wo du willst. Eingestellt vor allem. Ich bezahle dich ja wohl. Mach auch deinen Job. Ja, nee, hier ist auch nichts. Nö. Hm. Ja. Ist schon fast tatsächlich etwas, was ich vorspulen kann, ne? Das ist ja wirklich boring. Aber ich will jetzt auch nicht das komplette Let's Play vorspulen. Aber interessant ist was anderes. Ich würde nämlich das abbauen zum Beispiel. Das Schädel abbauen, das kann ich dann vorspulen. Weil da, also, das habt ihr jetzt schon mehr als oft genug gesehen, wie ich das mache. Und spannend ist ja nun wirklich was anderes. Aber gut, wir müssen erstmal einen Schädel finden. Ne? So, hier haben wir wieder eine Senke. Eine Talsenke. Komm schon. Hm. Nix, nix, nix. Will eigentlich auch nicht... Ah, doch. Wir gehen einen guten Kreis. Ich kann dann hier gleich nochmal lang gehen und nochmal das Innere alles absuchen. So, hier lang. Da hinten habe ich eine Laterne gesehen. Das könnte ein Lager sein, ein Camp. Und in solchen Camps können hin und wieder ebenfalls Schädel sein. Da sehe ich ein Camp. Oder... Ja, das ist eine Base. Schade. Soll ich trotzdem? Oh, Energieschild. Ich mach trotzdem, ne? Willkommen. Moin, moin. So, was habt ihr denn hier? Das sind zwei Feuermagier. Die sollten nicht so viel Schaden machen. Dann gehe ich mal hier hoch und gucke, ob hier überhaupt Kisten sind. Oh ja. Ja, ja.
Gar nicht mal wenige. Und die haben keinen Heilmagier. Das ist ebenfalls gut. Was allerdings ärgerlich ist, ist, dass wir... Doch, da! Wollte gerade sagen, wir haben hier keinen Felsen. Keinen hohen Felsen in der Nähe. Oh, Alter, soll ich da oben hochklettern? Ist das nicht ein bisschen too much? Weil bis ich da oben bin, ey, da, komm, da kann ich ja gar nicht hochklettern, ne? Da falle ich ja runter, glaube ich. Wo baue ich mir denn mal mein Safe Portal da oben drauf vielleicht? Ja. Hier oben. Da habe ich außerdem noch eine Laterne gesehen. Das heißt, hier könnte ein Zwerg sein. Ist da auch einer. Aber der gehört, glaube ich, nicht zu der Truppe. Also selbst wenn die Truppe mir feindlich ist, sollte der hier freundlich bleiben. Hoffe ich mal. Es kann aber auch sein, dass ich an einem Zwerg Schaden mache und alle Zwerge in meiner Umgebung sind mir dann feindlich gesonnen. Ich weiß gar nicht, wie sich das verhält. Das so in Gruppen sortiert ist. Ich mach mal so. Und dann Troll beschwören, wa? Oh Mann. Ich gehe mal hier hin. So. Und let's go. So. Schön aufräumen, bitte. Und noch einen zweiten direkt. Bam, Alter. Den ganzen Stein weggerissen. Gut. Räumt mal auf ein bisschen. Die Feuer... Oh ja, doch. Die drücken schon ordentlich Damage rein. Da kann ich gleich direkt eine neue beschwören. Neuer. So. Ausdauer. Voll geil, dass sie mir da nicht feindlich sind. Das ist übel strong. Und noch ein. Das soll dann, glaube ich, aber auch reichen. Diesen übelsten Tod einfach nur. So. Zack. Der Magier ist down. Und der Schurke. Oh. Galt das mir? Das hat hier oben getroffen. Holy shit. Okay, ich glaube, die greift jetzt mich an. Ja, 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 komm. So. Und tschüss. Gut, dann hole ich mein Portal und wir gehen direkt nach unten. Damit. Oh, hä, schon wieder Nachtmusik, das gibt's ja gar nicht. Gut. So sei es. Ich gehe mal nach hier unten und... Oh, ja, hier ist jetzt natürlich jede Menge Stein, den ich aussortieren kann, ne? Weil hier werden... Da ist Weichgewebe zum Beispiel. Hier liegt Gold. Aber ansonsten haben wir hier nur Stein. Gut. Dann gehe ich mal hier hin. Stein schmeiße ich mal weg. Gold. Hier ist Hasenzeugs. Will keinen Loot zurücklassen natürlich, ne? Wenn hier Weichgewebe irgendwo liegt, will ich es haben. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, wo die alle gestorben sind. Energieschild. So. Und ich weiß auch nicht, ob hier noch einer lebt. Ich glaube aber nicht. Nö. Huch. Das bedeutet, ich kann die Kisten oben abbauen. Ach ja, und das Ding hier natürlich. So. Sehr gut. Oh, fühlst du dich gut? Ein Zwerg hat noch überlebt. Warum redet der dann freundlich mit mir? Ich habe doch gerade die Base angegriffen. Ist da oben vielleicht einer? Nee. Hm. Keine Ahnung. Gut, ich mache mal das hier kaputt. Ja, mit dem Weichgewebe. So.
Dann die Kisten hier. Sehr gut. Wie viel haben wir? Oh, 26. Besser als 0. Das hier weg. Und warum nicht den auch noch mitnehmen? Da schmeiße ich mal das weg. Und dann bauen wir uns hier ein Portal hin. Obwohl, warte mal. Wozu denn hier oben, wenn es hier regnet? Oh, 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 den muss ich killen. Wow! Wow, ich glaube, da war noch einer. Ich glaube, da war noch einer. Da. Verbrennt er? Wo ist er? Ja, er ist verbrannt. Gott sei Dank. So. Puh, das hätten wir. Dann schmeiße ich mal die hier weg. Und nehme das hier auch noch auf, wenn ich kann. Kann ich nicht. Aber kann ich gleich. Stimmt. Ich kann mir einfach ein Portal hinbauen. Und dann haben wir wieder Platz. Ah, jetzt geht's. So, hör damit. Wieso kein Platz im Inventar? Ach so, weil sich der ganze Müll gestackt hat. Weg damit, weg damit. Und her damit. So. Sehr gut. Und hier liegen ansonsten auch noch ein paar Barren. Da liegt nur Holz. Gut. Ja, dann würde ich sagen, zurück. Loot wegwerfen und eine Runde pennen gehen. Ja, das lief doch deutlich besser als letztes Mal. Also, Runder mit dem ganzen Stuff. So. Und dann würde ich sagen, wir laufen nach oben und schmeißen uns kurz in der Puppe. Huch. Oh. Oh, es ist schon ganz schön dunkel geworden, ne? Ja, es sieht immer noch dunkler aus, wenn es nebelt. Ach ja, und wegen der Rüstkammer. Da gab es auch einige Kommentare bezogen auf die neuen Sachen. Ich habe ja gesagt, nur die Sachen, die einen Namen tragen. Aber es gab so viele Kommentare. Hey, du musst auch noch den Streitkolben machen. Okay, okay, dann mache ich halt alle Waffen. Gut, ich hab's verstanden. Also, ich soll tatsächlich wieder das komplette Arsenal bauen. Aber das ist ja bei den Sachen, die jetzt von den Ashlands dazugekommen sind, alles okay, weil wir müssen sie ja für Stufe 1 machen. Ne? Und die jeweilige Variante, Blut, Donner oder Gift, das klammern wir ja aus. Ne? Also, alles gut. Wie dem auch sei, gute Nacht. Guten Morgen und wir gehen direkt wieder runter. Magiefood. Baller ich mir mal rein, ne? Ja. Kann ja, glaube ich, in den Mistlets nicht schaden. So, dann gehen wir nach unten. Und es leckt überhaupt nicht. Oh, das gewöhne ich mir echt an. Immer beim Schlafen speichern. Das gewöhne ich mir ab jetzt an da, ne? Oh. Ohne Laggen. Ist das nicht nice? So, hindurch. So. Portal weg. Und die Workbench, da. Die nehmen wir natürlich auch mit. Ja, den Müll lasse ich da mal liegen. Und hier gucke ich nochmal nach. Vor allem unten, da liegt Loot. Das könnte sein, dass das von den Zwergen ist. Nee, ist aber nur Holz. Hm. Keine Ahnung, wo die Zwerge gestorben sind. Aber selbst wenn, das ist dann ja immer nur ein Weichgewebe oder so, ne? Also ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir das zurücklassen. Wir haben ja vor allem die Kisten da oben gelootet. Das ist ja das mit Abstand meiste Weichgewebe, was wir bei diesen Zwergenbases finden. Da liegt noch irgendein Stuff, aber was soll's. Ja, und ich merke auch gerade, wir sind hier von Wasser umgeben. Wir sollten wieder hier hin, ne? Oder ich gehe mal hier hin und da hoch, oder? Also wieder ein Stück zurück. Und dann gehen wir gen Norden auf dem Land, weil das ist ja auch im Inland. Da verspreche ich mir dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir auf Schädel treffen. Also mal nach hier gerannt. Und hier hoch. Laggedy lag. So. Ja, hier hin. Ich muss weiter nach da. Und außerdem auf dem Boden bleiben. Hm, ja.
So viel zum Thema auf dem Boden bleiben. Da komme ich gar nicht drum rum, hier nach oben zu gehen. Dann versuche ich mal hier durch diese Felsspalte mich zu quetschen. So. Und hier hoch. So. Und dann gehen wir jetzt hier so lang und so hoch. Dann haben wir ja auf jeden Fall ordentlichst alles abgeklappert. So. Wow! So. Hau mal drauf da. Vielen Dank. Der ist schon mal down. Und du wirst schön verprügelt. Alter, ist das Ding geil, ey. Mann, ist der Stab nice. Sehr gut. Oh, ich dachte gerade, das wäre ein Schädel, aber nein, das ist nur ein Helm. Na gut. Dann hier lang. Gen Süden. Ja, die Pilze lasse ich mal liegen. Hier ist Wasser. Ist doch wohl nicht wahr. Ich will nur einen einzigen Schädel haben. Ja, hier bin ich wieder zu weit oben, ne? Hier spawnen keine Schädel. Die spawnen immer eher unten. Das heißt, hier weiter nach Süden. Halt, schön umgucken. Nicht, dass wir an einem vorbeirennen. Oh. Hier ist die Zwergenbase. Sei gegrüßt. Ja, selber. Nordling. Ja, hier ist ein Heilmagier. Und ein Feuermagier. Sehr gut. Ja, solange hier kein Frostmagier ist, sollte das eigentlich halb so wild sein. Wobei der Heilmagier natürlich alles enorm in die Länge zieht. Oh, hier sind doch ordentlich Kisten. Jetzt ab. Dwerger-Energie, was bringt denn das? Scheiße, nein. Sehe ich gerade nicht, ne? Da. Die Stärke macht Elementarmagie plus 0. Ja, vielen Dank. Sehr gut. Hier ist noch ein Heilmagier. Ja, zwei Heilmagier und ein Feuermagier. Das ist eigentlich okay. Also, ich würde sagen, wir schmeißen hier wieder Trolle drauf. Oder? Huch! Wir haben so aber ganz schön was kaputt gemacht. Habt ihr den... Nee, ich dachte gerade, die haben den zerstört. Felsen in der Nähe. Da! Perfekt. Komm, let's go. Wir machen das gleiche nochmal. Das hat ja sehr gut geklappt. Wir haben kaum uns anstrengen müssen. Also eigentlich gar nicht. Wir müssen nur am Ende dann die Trolle entfernen. Und vor allem am meisten genieße ich, dass sie uns nicht feindlich gesinnt sind, wenn wir das machen. Halt, erst ein Portal bauen. Sicher ist sicher. Ich sehe es doch schon wieder kommen, dass wir wegen irgendeinem dummen Fehler sterben und dann müssten wir den ganzen Weg hier wieder zurück. So, verschiedenes Portal. Und irgendwie hier so. Sehr gut. Ja, so halb im Stein, was soll's. Und dann Trollstuff. Stelle ich mich mal hier hin. Bisschen dicht da dran vielleicht. So. Hier ist auch ein guter Spot. Und drauf da. Tschüss. Bam. Und direkt noch ein. So. So, viel Spaß. Alter, dieser Raucheffekt. Komm mal wieder klar. Wir haben es verstanden. Es wird ein Komet geschleudert, der enorm viel Staub aufwirft. Aufwirbelt. Übelst übertrieben. So, und da wird schön verprügelt. Sehr gut. Ja, genau. Und dass sie da auch ein bisschen Sachen kaputt machen, ist natürlich erfreulich. Weil dann so die blaue Jute und so runterfällt. Ja, vor allem die Heilmagier, ne? Wäre schön, wenn ihr die mal plättet. Ja, hier könnte ich jetzt zum Beispiel schön ihn hinterhältig angreifen. Soll ich das machen? Dann sind die zwar feindlich, aber... Ja, obwohl... Oh, warte mal. Die haben einen gekillt. Hier. Damit ihr auch nicht aus der Übung kommt. Vor allem die Explosion ist dann einfach auf der Höhe, kann das sein? Er macht ja gar keinen Explosionsschaden.
Ja, die Heilmagier, gut. Alter, ist der mutig! Nein, nicht heilen! Oh, sehr gut. Ich glaube, der Effekt hat ihn nicht getroffen. Ah, jetzt heilt er sich selber. Soll ich mithelfen? Oder kriegen die das hin? Doch, das sieht gut aus. Gut, komm, hier, den Rest gebe ich dir. Und du willst es auch wissen? Gut. Wow, 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 wow. Der andere hat den angeschoben, ne? Ich hau mal ab hier. Hä, warum treffe ich den nicht? Was ist denn da los? So. Ja, doch, ich habe getroffen. Energieschild. Also die können mich hier sowieso nicht treffen, aber nicht, dass gleich ein hässliches Vieh von hinten ankommt. Nee, nee, bleib mal hier. Bleib mal schön hier. Hier bin ich. Hallo. Der andere kommt bestimmt auch gleich. Nee, der haut ab. Und der will auch abhauen. So nicht, mein Freund. Schön hier bleiben. Und tschüss. So. Dann gucken wir mal, was es hier alles schön Feines an Loot gibt. Ja, gar nicht mal wenig. Gut. Das ist doch eine angenehme Ausbeute. Aber bevor ich das mache, hole ich mal mein Portal, ne? Ja. Das war ja hier oben. So, da, ne? Ja. So, sehr gut. Ja, den Troll mache ich gleich. Unser Mana ist ja gerade am Aufloaden. 5. Portal weg. Loot. Und das hier weg. Loot. Hat er nicht aufgesammelt. Ja gut. Holz kriegen wir da unten irgendwo. Und du kriegst eine Salbe auf den Kopf. So beim Runtergleiten auch. Na, stirb. Sag mal. Soll sterben! Jetzt haut er ab. Ja, der kommt doch aber gleich wieder. Na los, komm. Na also. Und jetzt schnell den ganzen Loot, bevor er despawnt. Hier ist was gestorben. Hier. Ist auch Weichgewebe und vor allem das ganze Gold. Alter, was soll ich damit? Oh, hier ist ein Camp direkt nebenan gewesen. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Aber ohne Schädel. Na toll. Sind hier noch andere Zwerge? Nee, aber ein Soldat. Ach so. Das war gar keins, wo Zwerge waren. Das war ein Camp, das korrumpiert war. Sonst wären hier ja auch Fackeln. Laternen meine ich. Oh, eine Kette. Hier, kannst du mal die Kisten mit abbauen für mich? Danke. Und die Kerze hat er auch für uns abgebaut. Das ist aber nett. So, haben wir hier noch irgendwo Kisten, die er mir helfen kann abzubauen? Hier. Ja, ne, hier. Ach, kommst du nicht drum rum. Oh, na gut. Dann kriegst du halt einfach eine Salve ins Gesicht. So. Elementarmagie 34. Super. War ja schon mal höher, ne? Naja, gut. Hm, die Kette auf jeden Fall mitnehmen. Anstatt... Was ist denn am wertlosesten von hier von 4? So, noch mehr Kisten. Ja. Ja, mit dem Weichgewebe. So. Hier ist ein Unterkiefer, der kann da liegen bleiben. Und dann gehen wir nochmal zurück zur Base.